Dort steht ein Gebäude, wo der PTT als Mehrzweckanlage für Radio- und Fernsehübertragungen und für Telefonverbindungen dient. Der Grishona-Turm. Mit seiner Gesamthöhe von 250 Metern ist der Grishona-Turm das höchste Gebäude der Schweiz und der 11. höchste Turm der Welt. Und warum kommen der Herr Spitz und Sieg Hilf hier hin? Die beiden mutigen Herren wollen dort die Fenster putzen, und zwar auf luftiger Höhe von 150 Metern. Im 49. Stock steht schon der Korb parat, wo der Herr Spitz an die überhängenden Fenster tragen wird. Herr Spitz, wir sind jetzt hier auf 150 Meter. Wie bereiten Sie das vor, die Fenster hier unten zu putzen? Ja, wir mussten hier eine spezielle Vorrichtung machen. Das heisst, die Fenster hat man gar nicht geputzt. Von Bausitz aus. Man hat geheißen, es kommt, man kommt nicht dazu. Und dann habe ich gesagt zum Kranenführer, er soll mich doch einmal runterlassen mit dem Korb, der ja nur quadratisch ist. Und dann sage ich, wenn man eine Vorrichtung macht, wie ein Doppel-T, wie Sie jetzt hier sehen, kommt man dran. Das heisst, die Fenster sind eben überhängend, damit der Regen nicht herkommt. Das ist wegen der Aufnahme. Bin ich auf die Idee gekommen, mit dem Kollegen Markus, haben wir das gebastelt und vor 2 Jahren haben wir es das letzte Mal gereinigt. Und jetzt sollten wir wieder einmal dran. So, dann die 2 Teleskope. Dann nehmen wir auf die Seite an. Dann nehmen wir hier drauf. Haben wir noch so eine leere Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Der Kranführer ist parat. Es kann langsam losgehen. Musst du mir vielleicht noch ein bisschen weisen, dort, Markus, weißt du? Achtung, musst du noch rüber. Dort länger. Dort länger. Gut, he? Das erste Mal geht es raus im blauen Himmel. Und dann geht es abwärts zu den beiden Fensterreihen im 46. und 47. Stock. Das Anlegen mit dieser Spezialvorrichtung ist gar nicht so einfach. Eine präzise Kranführung braucht es dazu und die geschickte Hand vom Herrn Spitz, bis man dann endlich an der Betonmauer anliegt. Aber nach einigem Zirkeln ist man dann so weit, man kann anfangen zu putzen. Die insgesamt 22 Scheiben sehen schon wesentlich sauberer aus. Überhängend sind die Scheiben darum, weil kein Regentropfen dran kommen darf. Die würden nämlich die Sendestrahlen, die aus diesen Räumen ins Studio Zürich gehen, verfälschen. Trotz allen Sicherheitsvorkehrungen, aus der Vogelschau sieht die Sache doch ziemlich gefürchtig aus. Was einem schon auch einmal passieren kann auf dieser Höhe, ist, dass man ein bisschen auflädt, zu fest pressiert und dann kann sogar dem Herrn Spitz einmal etwas ausrutschen. So sieht es aus der Perspektive des Köbel aus. Circa 15 Sekunden hat er, bis er nach 150 Meter freiem Fall aufschlägt. Halb so schlimm. Der Herr Spitz ist unterdessen sowieso fertig mit seiner Arbeit und sicher wieder auf dem Beton gelandet. So. Herr Spitz, wir haben gesehen, es hat jetzt ziemlich Wind gehabt. Ist Ihnen es gut gegangen? Ist das nicht gefährlich gewesen? Je nachdem, es hat ein bisschen schon geschwankt, aber man ist also gewöhnt, dass man einfach das macht. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Das ist richtig, ja, das ist ja so. Keine Angst vor grossen Tieren. Und wenn es das nächste Mal auf 150 Meter? Ja, das wäre wieder ins übernächste Jahr. Gell?